Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Trading-Freunde, Dieter Hirsch hier. Das ist jetzt mal ein Special-Video, in dem es ein bisschen um die technische Analyse geht. Und zwar möchte ich heute mal Folgendes machen. Euch einfach mal zeigen, wie man so ein bisschen das Trading vorbereiten kann. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben natürlich jetzt nachmittags, aber wir hätten jetzt morgens zum Beispiel. Und ihr würdet jetzt quasi anfangen zu traden. Wie kann man denn jetzt dementsprechend vorgehen, um jetzt gute Setups zu finden oder die Trendrichtung zu erkennen? Und das möchte ich gerne mal mit euch jetzt hier durchgehen. Alles wie gesagt frei gesprochen, also kann auch mal sein, dass man jetzt sich so ein bisschen verhaspelt, aber wie auch immer. Ne? Gut, ich würde immer vorschlagen, dass man grundsätzlich immer am höchsten, sprich im Monatschart anfängt. Warum? Auch wenn man jetzt im 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart tradet, immer den größten Chart nehmen, sprich hier den Monatschart. Warum, möchte ich euch jetzt auch zeigen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Trendlinie, die wir uns jetzt hier einzeichnen, an den Hochpunkten. Wir verbinden einfach die Hochpunkte damit, einmal hier und hier. Ja. Und da können wir auch schon sofort was Interessantes erkennen im Monatschart, dass wir hier an einem sehr wichtigen Bereich eigentlich kommen. Und zwar an dieser Trendlinie. Die hat hier einmal gehalten, ging runter, hat kein neues Tief aufgebaut. Und dann ging die wieder in die Korrektur und scheint jetzt hier an dieser Trendlinie drankommen zu wollen oder dran zu kommen. Und da das im Monatschart ist und das viele Trader dementsprechend auch sehen, weil das eine sehr, sehr große Charteinheit ist, wo viele Trader auch achten, langfristige Trader, Swing Trader, kann es natürlich passieren, dass dort auch was Interessantes passiert. Entweder, dass er hier abprallt oder wenn der hier dementsprechend den Widerstand nach oben durchbricht, dass wir hier einen Breakout nach oben haben, dass der Trend langfristig dann erstmal auch weiter nach oben gehen kann. Ja? Und deswegen ist es wichtig, sich auch im Monatschart dementsprechend hier das Ganze mal anzuschauen. Was wir auch machen können, ist, dass wir eine Trendlinie hier unten miteinander verbinden. Dann haben wir so eine Art Dreieck oder so eine Art Keil. Und was da passieren kann, ist ganz einfach, dass er hier abprallt an dieser Trendlinie, runtergeht bis zu diesem Keil. Ja, und dann hätte man hier dann dementsprechend auf jeden Fall auch in der kurzen Charteinheit die Möglichkeit, Short zu gehen. Und solange hier die Trendlinie nicht gebrochen wird, würde ich nicht auf Long Trade suchen. Ne? Erst recht nicht in diesem Bereich jetzt hier erstmal, sondern erstmal gucken, dass man hier in einer kleineren Charteinheit Short Trades sucht. Denn ich gehe mal davon aus, solange hier dieser Hochpunkt nicht durchbrochen wird, ich mache das mal alles ein bisschen größer, damit ihr es auch seht, solange hier dieser Hochpunkt nicht durchbrochen wird, sind wir natürlich in dieser Monatsrange von dieser Kerze hier. Und wir sehen auch hier, dass wir hier eine fallende Kerze haben, also würde ich mir da auf jeden Fall erst einmal Short Trades raussuchen. Aber gucken wir mal in der kleineren Charteinheit, wie es da aussieht. Da mache ich mal wieder ein bisschen kleiner. Hier haben wir ja die Trendlinie eingezeichnet. Wenn man natürlich in der kleineren Charteinheit reingeht, muss man das dementsprechend auch wieder mit anpassen, dass es auch passt. Denn wenn ich jetzt im Tageschart gehe, seht ihr, so sieht es hier aus. Da ist er noch unterhalb der Trendlinie und hier ist er oberhalb. Ja, also haben wir quasi den Bruch der Trendlinie schon. Und das müsste man dementsprechend auch irgendwo gucken, dass man es mit anpasst. Das ist bei MetaTrader leider so. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man das abändern kann. Wenn man das überhaupt abändern kann. So, ich passe das jetzt einfach mal an. Macht er gar nicht? Was soll das denn jetzt? Einen Augenblick, geht gleich weiter. So, da sind wir jetzt im Wochenchart. Machen wir auch mal wieder ein bisschen größer. So, jetzt haben wir hier die Trendlinie. Und wir haben hier die Trendlinie dementsprechend. Und wir zeichnen uns im Wochenchart auch sofort mal eben den Hochpunkt an. Denn da hätten wir, wenn wir hier diesen Hochpunkt durchbrechen, irgendwann, ob wir das heute erreichen, glaube ich zwar nicht. Aber das ist zumindest schon mal wichtig, dann hätten wir hier auf jeden Fall eine Long-Möglichkeit dementsprechend. Ab dann würde ich auch Long-Setup suchen. Im Tageschart dementsprechend sieht es folgendermaßen aus, dass wir hier eine Trendlinie haben, die wir uns einzeichnen. Ups. Machen wir mal da mal neu eben.
Dann eben nicht. Da müssen wir das neu machen. Irgendwie spinnt meine Maus hier gerade so ein bisschen. So. Auch das müssen wir genauer anpassen. Da sind wir jetzt im Tageschart dementsprechend. Da sind wir jetzt in Richtung der Trendlinie und an dieser Trendlinie kann er natürlich dementsprechend auch wieder abprallen oder halt durchbrechen. Ja? Und der Trend ist hier gerade long und solange wie diese allerdings noch nicht gebrochen ist, muss man halt gucken, auf dem Tageschart gesehen, dass man hier natürlich so jetzt im Moment ein bisschen aufpasst und eventuell dann nach Long Setup sucht. Ja, also so kann man dann dementsprechend gucken. Im Monatschart war ganz klar Short für mich, ne, dass ich da Short Trade suche. Im Wochenchart im Moment auch noch, weil wir haben hier den Abpraller, wir haben hier den Abpraller und die Kerze geht gerade runter. Und im Tageschart ist im Moment auch der Trend natürlich die Kerze Short. Der Trend ist aber Long und da würde ich allerdings aufpassen. Hier haben wir eine Widerstand, Unterstützung dementsprechend, hier auch, die gerade gehalten hat. Man sieht auch, wie schön der doch dann dementsprechend nach oben geht. Aber in erster Linie machen wir das dann so, dass wir erstmal die ganzen Trendlinien miteinander verbinden. Das kostet einfach ein bisschen Zeit. Die Zeit sollte man sich dann dementsprechend auch nehmen. Jetzt müssen wir mal einfach mal gucken, wie das hier aussieht. Doch, da passt es. Hier hat er sie dementsprechend dann gebrochen. Okay. Tagesschau sieht das wiederum anders aus. Ihr seht es hier. Also, die passen sich dann nicht wirklich genau dann dementsprechend an. Das verschiebt sich dann dementsprechend immer. Aber wir lassen es jetzt erstmal so stehen. Und wichtig ist dann dementsprechend, dass wir uns die Hochpunkte einzeichnen. Die Hochpunkte müssen wir hier anpassen. Das ist hier. Hier sind wir im 4-Stunden-Chart. Und den Tiefpunkt im Tageschart. Beziehungsweise von der Kerze, dann würde ich erstmal als allererstes mal den Hochpunkt reinnehmen. Und den Tiefpunkt. Soll er wissen, wo wir dann überhaupt sind. Und man sollte es dann dementsprechend auch mal in einer anderen Farbe machen. Vielleicht auch nicht verkehrt. Das mache ich jetzt einfach mal Aqua. Genau. Dass man hinterher so ein bisschen die Orientierung hat, wo denn wichtige Unterstützungen, Widerstände sein können. Man kann auch Folgendes machen, dass man halt den von dem Vortag die Hochpunkte nimmt. Mache ich auch mal in einer anderen Farbe. Mache ich dann mal gelb. So, Aqua war dann jetzt dementsprechend vom aktuellen Tag und gelb war dann vom Vortag der Hoch- und Tiefkurs. Dass man so ein bisschen weiß, was genau jetzt quasi abgeht. Hier haben wir, sehen wir auch dann ganz klar die Unterstützung dementsprechend. Deswegen ist es auch sehr, sehr interessant, das von einer größeren Charteinheit zu projizieren auf die kleinere Charteinheit. Weil hier im Stundenchart würdest du hier, so wie das Bild jetzt ist, gar nicht darauf kommen, dass hier jetzt eine Unterstützung ist. Ja? Eine ziemlich starke. Und auch hier können wir uns eine Trendlinie einzeichnen. Das machen wir auch dementsprechend. Hier haben wir da die Trendlinie. Und dann gehen wir im 30-Minuten-Chart. Wie sieht es da aus? Da können wir hier die Trendlinie einzeichnen. So. Dann gehen wir im 15-Minuten-Chart. Da kann die Trendlinie bleiben. Da haben wir dann hier schon mal zwei Punkte, die wir miteinander verbinden können als Trendlinie. Dann gehen wir im 5-Minuten-Chart. Da haben wir jetzt hier eine Trendlinie, die wir einzeichnen können. Und so kriegt man immer diese Keilformation, immer kleiner. Im 1-Minuten-Chart haben wir hier die Verbindungspunkte, das passt. Und hier haben wir jetzt noch keinen. Man könnte jetzt hier das Ganze verbinden, aber ich brauche mindestens, ich sage immer so, ich brauche mindestens zwei Kerzen, um diesen Hochpunkt als bestätigt zu sehen, weil es kann auch sein, dass er innerhalb dieser zwei Kerzen dann doch noch ein höheres Hoch macht. Und das ist dann halt bei einer laufenden Bewegung, wie hier zum Beispiel, ist das halt ein bisschen schwierig dann. Da würde ich halt dementsprechend noch warten. Fakt ist einfach, dass wir hier im 1-Minuten-Chart allerdings eine Aufwärtsbewegung haben. Wir sehen hier Tiefpunkte und hier einen Tiefpunkt, also steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte. Auch hier haben wir einen Breakout gehabt bis zur Trendlinie. Wir haben jetzt gerade einen
Ausbruch. Also würde ich eher schon hier im 1-Minuten-Chart nach Long Trades suchen. Vor allen Dingen, wir hatten jetzt hier den Abprall. Wir haben hier den Abprall. Das ist eine Korrektur erstmal. Und im 5-Minuten-Chart haben wir auch hier kein nennenswertes neues Tief. Aber hier ein neues Hoch dementsprechend. Hat zwar unterhalb geschlossen, deswegen ging der auch nochmal runter. Also ist quasi noch gerade in einer größeren Sideways-Range. Man sieht jetzt auch diese starke Aufwärtsbewegung. Vielleicht waren da irgendwelche Nachrichten. Habe ich jetzt gar nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Wo man jetzt gute Setups finden kann, hier zum Beispiel, innerhalb dieser Range wäre ich sowieso erstmal vorsichtig. Ich würde erstmal warten, was passiert jetzt hier. Bricht er jetzt hier irgendwo aus dieser Trendlinie raus, würde ich eher nach Long Setup suchen dementsprechend, weil das ist ja eine abwärtsgerichtete Trendlinie. Und bricht er hier nach unten aus, dann würde ich eher Short Trades suchen. Aber wir müssen halt, wie gesagt, aufpassen. Hier haben wir noch den Daily Tiefpunkt und hier haben wir den Daily Tiefpunkt von gestern. Und da muss man halt dementsprechend abwarten. So würde ich jetzt erstmal noch nichts ausprobieren. Warten, bis die Keilformation oder bis der Kurs aus der Keilformation ausbricht. Was natürlich sein kann, dass er jetzt innerhalb dieser Range von dieser 5-Minuten-Keilform, dass er da jetzt hin und her geht, immer kleiner wird und dann irgendwann hier rausbricht. Aber das ist so die größere Range und da würde ich dann dementsprechend erstmal beobachten, wie das so aussieht. Also trendtechnisch im 1-Minuten-Chart würde ich sagen, ist das ein Pullback. Und wenn er hier keine neuen Tiefs mehr macht, beziehungsweise hier diesen Hochpunkt nach oben durchbricht, kann man schon schauen, dass der, dass man da vielleicht Long Trades sucht, Zieltarget wäre oder vorsichtig sein müsste man an diesem Hoch spätestens und sein Stop würde ich dann sagen, weil das hier noch kein bestätigtes Tief ist, weil der kann ja nochmal tiefer gehen, müsste man eigentlich hier unten drunter setzen, wenn das zu viel ist und setzt dann Stopp dann hier dementsprechend oder hier unter dieser Widerstandsunterstützung dementsprechend. Weil hier auch der Tagestiefpunkt ist von gestern und hier auch eine Unterstützung ist dementsprechend. Und hier ist auch so eine kleine Widerstandszone, würde ich sagen. Und unter dem kann man dann dementsprechend seinen Stopp dann platzieren. Wir machen das auch gleich mal. Wir rechnen einfach mal eben Money Management technisch das Ganze. Ihr seht, das ist jetzt quasi ohne Indikatoren, ja, nur mit Trendlinien, reine Price-Action-Strategie, wie man das halt jetzt handhaben kann. Da zeichne ich mir einmal den Widerstand hier oben ein. Da würde ich sagen, okay, wenn wir jetzt hier durchbrechen, kann er hier hochgehen. Jetzt muss ich mal kurz berechnen. Ja, jetzt geht er schon hoch. Kein Problem, lass ihn ausbrechen. Dann warten wir halt auf den Pullback ab. Da kommt der Pullback. Und dann gucken wir gleich mal. Jetzt sind wir natürlich hier oben drin. Jetzt stoppen wir hier. Das sind 50. Ich mache gerne ein bisschen mehr, falls ich ein bisschen später reinkomme. Sagen wir mal 70. Geteilt durch 70. So, und jetzt muss ich gucken, Euro, US-Dollar. Jetzt brauche ich ein gewisses Tool. CDEF, Forex, 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 Slicer. Weil den Preis brauche ich nämlich 73 Cent. So, das geteilt durch 73, also 0,73. Zack, sind 0,39 Not. Also nehmen wir 0,3. Das war jetzt blöd, weil das wollte ich jetzt nicht. Lassen wir mal drin, also noch 0,2. Das sollte nicht so sein. Da ist er, da gehen wir ran. So, da setzen wir unseren Stopp hin. Zack, jetzt habe ich gesplittete Position, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ihr seht es jetzt hier, wenn ich den bewege, mit der einen Position mache ich jetzt 2 Euro, habe ich ein Risiko von 2 Euro. Und mit der anderen Position habe ich jetzt ein Risiko von 8 Euro. Das sind also knappe 10 Euro, die ich dann habe, plus Commissions. Und ihr seht, dass das auch funktioniert hier. Ja? Wir haben Breakout, wir haben Pullback und hier brechen wir wieder raus. Und jetzt können wir dementsprechend hier vorsichtig sein. Müssen wir vorsichtig sein, weil die Trendlinie scheint noch zu brechen. Oder, Entschuldigung, scheint noch zu halten.
Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und da würde ich die eine Position auf jeden Fall schon mal absichern, falls mir irgendwas passiert. Und hier das Risiko auch minimieren. Und Zieltarget ist dann dementsprechend hier oben. Vom CAV sieht das folgendermaßen aus, dass wir hier 72 Punkte haben und hier hatten wir 50 Punkte, also ein 1:1. Ist jetzt gar nicht so schlecht, aber ich wäre jetzt nicht so panisch und würde sagen, oh, hier sofort schließen, weil dafür ist der CAV einfach zu schlecht. Das Risiko muss man dann halt eben eingehen, was man auch hätte machen können, dass man wartet bis zum Ausbruch, den Pullback und dann Long. Und das ist jetzt halt ein bisschen etwas risikoreicheres im 1-Minuten-Chart. Hier im 5-Minuten-Chart scheint er echt zu halten. Die eine Position ist abgesichert, die kleinere, größere Position ist ein bisschen im Risiko. Dann müssen wir einfach mal schauen. Das sieht wohl nach einer Pinbar aus oder ist eine Pinbar dementsprechend und gucken, ob diese Unterstützung jetzt hier hält. Man sieht auch hier, dass die Unterstützung gar nicht mal so schlecht ist hier in diesem Bereich. Als Zieltarget gewählt quasi. Und man sieht es auch im 5-Minuten-Chart sehr schön. Wir haben hier den Ausbruch, hier den Pullback und hier nochmal die Long-Bewegung. Und jetzt muss man natürlich darauf achten. Ideal wäre es natürlich, wenn er die bricht, weil wenn die hält dementsprechend, da haben wir jetzt noch knapp eine Minute. Was die nächste Kerze macht, müssen wir dann mal gucken. Jetzt ziehe ich auf jeden Fall beide auf Break-Even. Das heißt, mit der einen Position, leider mit der kleineren Position, bin ich im Profit. Und mit der anderen muss ich halt gucken dementsprechend. Obwohl, das Zieltarget, ja, muss ich noch ein bisschen runtersetzen. Also unter der Kerze. Das Risiko muss ich halt eingehen, aber ist so minimal jetzt von dieser größeren Position. Da brauche ich überhaupt keine Panik mehr an. Das ist jetzt nur, normalerweise würde ich hier unten setzen, wenn er gebrochen wäre, ja, würde ich ihn auch ohne weiteres hier oben unten lassen, aber da die Trendlinie jetzt hält, gehe ich auch kein Risiko ein. Ja, weil wenn er hier jetzt runterbringt, bricht, dann hat er eine 1, 2, 3 Short-Formation und dann ist das für mich als bestätigt, dass die Trendlinie hält und dann kann der auch weiter runtergehen. Möglicherweise hier abprallen, das weiß ich allerdings nicht und deswegen gehe ich hier auch kein großes Risiko ein. Denn ich will ja long gehen und wenn der hier hält, wenn die Trendlinie hält und der hier short geht, geht die Long-Idee nicht auf. Also brauche ich auch gar nicht anfangen zu hoffen. Ziehe einfach mal einen Stopp nach und eventuell suche ich mir hier unten, wenn er weiter runter gehen sollte, was er jetzt wohl auch macht, suche ich mir unten einen besseren Einstieg, wenn wieder Long-Signale kommen. Weil im Moment kommen hier immer mehr Short-Trader dann rein, weil er dementsprechend auch die Trendlinie gehalten hat. Und so kann man dann halt, wenn die Idee nicht aufgeht, sein Risiko minimieren. Zack, jetzt sind wir raus. Und jetzt haben wir ein paar Euros verloren, aber ein paar Euros auch gewonnen. Schauen wir mal das Ganze an. Wie das Ganze hier aussieht. So, jetzt muss ich mal runterscrollen. Genau. So, Euro US-Dollar. Da haben wir jetzt mit Commissions 2 Euro mit der großen Position, 0,2 Lot haben wir jetzt hier verloren. 2,42 € und gewonnen haben wir durch die 0,1 Position, mit der kleineren Position haben wir abzüglich der Commissions knappe 70 Cent. Also sind wir mit ein, zwei Euros ungefähr im Minus, ist aber nicht schlimm. Ja, wenn wir jetzt überlegt haben, was wir für ein Risiko vorher hatten, haben wir das Risiko schon ganz klar minimiert. Und das ist so der Punkt, wenn eine Trading-Idee nicht aufgeht, wie man dann dementsprechend den Stop halt auch setzen kann, um jetzt nicht zu viel zu riskieren dementsprechend, wenn jetzt so eine Situation da ist wie hier. Ne, wie gesagt, wenn er jetzt hier durchgebrochen wäre, dann wäre für mich ganz klar ein Bruch der Trendlinie, dann hätte er bis hier oben hingehen können, dann hätte er auch das Zieltarget quasi erreicht. Und dann hätte das auch mit dem CAV gepasst und der Einsteiger oder der Anfänger hätte vielleicht den Stopp hier unten gelassen und hätte angefangen zu hoffen. Kann auch sein, dass er jetzt natürlich dann weiter hochgeht. Dann wäre natürlich die Idee, den Stopp nachzuziehen, wäre nicht so vorteilhaft gewesen, aber da habe ich auch kein Problem mit, denn
das ist eher gefährlich, dass der dann runtergeht, weiter runtergeht. Und wenn so eine Trendlinie hält, und das habe ich alles dementsprechend schon erlebt, und da ich nicht hell sehen kann, verlasse ich mich lieber auf meinen Instinkt. Und der Instinkt, meine Erfahrung sagt mir ganz einfach, wenn so eine Trendlinie hält, dann lieber vorsichtig sein und dann doch lieber dafür riskieren, dass ich ausgestoppt werde, bevor ich dann hier, habe ich jetzt einen Verlust von knappe 2 Euro, wenn ich jetzt hier gehofft hätte, ja, und der Kurs dann doch weiter runter geht, hier bricht, ja, und hier gehofft hätte, dann hätte ich einen Verlust gehabt von 8 Euro. Obwohl ich ja hier eigentlich schon weiß, dass die Long-Idee erstmal nicht aufgeht. Ja, und das ist der Punkt, da riskiere ich das Ganze dann doch lieber nicht, auch wenn er jetzt hier durchbricht. Dann habe ich jetzt folgende Möglichkeit, ich lasse ihn ausbrechen und warte auf den Pullback ab und steige dann hier neu ein. Ja, also jetzt lasse ich ihn ausbrechen, ihn nicht nachkaufen in so einer Situation, weil auch wenn es jetzt so schön aussieht mit viel Momentum, dass er rausbricht, ja, vielleicht sogar hier noch durchbricht richtig, ja, dann doch lieber sagen, okay, ich warte auf den Pullback. Ja, weil was jetzt passieren kann, ist, dass sie jetzt hier oben vielleicht reingeht, kriegt noch einen weitaus schlechteren Kurs als hier unten. Ja, und dann geht er vielleicht ein bisschen hoch, ihr denkt, ah, super, alles klar, wir sind im Profit. Und dann hinterher passiert das, was nämlich jetzt hier passiert, dass er dann wieder runterkracht. Und ihr müsst dann einen größeren Stopp setzen, wie hier. Ja, also habt ein höheres Risikomanagement. Ja, und wesentlich auch ein schlechteres CAV. Und deswegen erstmal abwarten, was passiert. Nicht irritieren lassen, weil er jetzt wieder hochbricht, sondern ausbrechen lassen, auf den Pullback abwarten und dann später nach Einstiegssignal suchen. Dementsprechend. Das ist die logische Variante, so wie ich es jedem empfehlen würde, so wie man es auch, ich glaube, dann dementsprechend auch versuchen sollte zu schulen, zu trainieren. Klar, der eine oder andere hätte jetzt sagen können, okay, warum hast du jetzt hier den Stopp nachgezogen, warum warst du jetzt ängstlich? Nein, ängstlich war ich nicht, sondern ich habe einfach gesehen, dass die Trendlinie hier gehalten hat und das, was passiert ist, ist ganz klar, dass wir hier eine 1, 2, 3 Short-Formation hatten und das bedeutet auch, dass der Kurs dann dementsprechend hier weiter runtergehen konnte, weil wir uns ja noch in diesem Keil befinden und zwar hier nach unten brechen könnte bis hierhin. Ja, weil ich würde eher sagen, dass das sinnvoller war, vorsichtig dann zu sein, als dann zu sagen, okay, ich hoffe jetzt einfach, ich riskiere das Ganze, ja, und klar wäre ich dann jetzt in einer besseren Position, ja, aber was passiert, wenn er wirklich nicht hier durchbricht, sondern hier runter geht, und dann hätte ich jetzt hier gehofft und, wie gesagt, also wenn ich schon erkenne, wenn der Bruch direkt stattgefunden hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ich lasse das jetzt einfach hier stehen. Und wir haben einen Breakout dementsprechend, denn auch hier haben wir zwar einen Breakout, aber wir haben diese Unterstützung hier. Diesen Widerstand haben wir nicht nach oben durchbrochen. Und das ist das, was ich am Anfang immer in meinen Workshops gesagt habe, nur weil eine Trendlinie bricht, heißt das nicht, dass der Kurs auch weiter steigt, sondern der zugehörige Widerstand, das ist einmal erstens der, muss gebrochen werden, damit dementsprechend der Trend fortgesetzt werden kann. Und dann Trend fortsetzen ist dieser Widerstand. Das heißt, wenn er hier bricht, kann es auch sein, dass er zwar hochgeht, aber hier dann dementsprechend wieder abprallt, ja, weil er einen Doppeltop macht. Hier ist erst wirklich von dieser Trendfolge im 1-Minuten-Chart das ganze Trend fortsetzend. Und das ist der nennenswerte wichtige Widerstand. Und deswegen hatten wir hier so einen sehr schönen CAV, weil wir hier unseren Stopp setzen konnten und hier eventuell unseren Zieltarget nehmen konnten. Da hatten wir über 1 zu 1. Ja, und das ist dann okay, das kann man dann dementsprechend nehmen mit Option, den dann hier Break-Even stellen zu können und eventuell zack, dass er hier noch durchbricht. Da ist natürlich ein bisschen Hoffnung dabei, aber das ist dann eine ganz andere Hoffnung, als wenn ich sofort hier sehe, okay, dass der hier Probleme macht und dann hier dementsprechend ich den Stopp hier liegen lasse, weil ich dann anfange zu hoffen. Ja, dann lasse ich mich lieber hier ausstoppen mit einem kleinen Verlust, denn jetzt habe ich hier zwar 2 Euro verloren, knappe, aber hier unten hätte ich 8 Euro verloren, also wesentlich mehr. Ja, und obwohl ich dann weiß, dass er hier dann, oder ne, Probleme machen könnte. Das sind so die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Dann lieber vorsichtig sein. Ja? Das ist das soweit dazu. Ja, das war so ein kleines Video, wie man so ein bisschen Setups planen kann. Wir sehen jetzt ja auch hier dementsprechend die Trendlinien und müssen die eigentlich hier noch anpassen. Ich würde so. Müssen die eigentlich hier hinsetzen.
Und wie gesagt, wenn der jetzt hier anfängt zu brechen, kann der hier wieder abprallen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass diese Trendlinien auch eingezeichnet bleiben. Denn in der größeren Charteinheit sieht das zwar dann ein bisschen chaotisch aus, aber in einer kleineren Charteinheit kann man dann sehr schön erkennen, okay, wo könnte dann mein Zieltarget sein? Ja, dass man weiß, denn wo man auch, wenn man reingeht in den Markt, auch rausgehen sollte oder zumindest vorsichtig sein sollte. Einen Teilgewinn rausnehmen oder je nachdem, wie man stoppen möchte. Deswegen würde ich das dementsprechend so erstmal einzeichnen. So mache ich das im Prinzip eigentlich auch. Und das Ganze ohne Indikatoren. Wir haben gesehen, hier den Breakout dementsprechend, der war ja ganz schön. Wenn der hier noch weiter runtergegangen wäre oder wenn der jetzt hier Trend fortsetzend ist, kann der hier nochmal durchbrechen, beziehungsweise hier nochmal abprallen. Wir haben hier einen starken Widerstandsbereich, ganz klar. Nur wenn er dann hier durchbricht, dann ist ganz klar, da haben wir Zieltarget hier oben in dem Bereich oder Trendlinien. Ja, das heißt, dieser Bereich hier oben. Ja, und da schauen wir einfach mal, das sind 70 Punkte, also 7 Pips. Und dementsprechend in einer kleineren Charteinheit kann man ja dann mal gucken, 70 Pips, das wären hier, da hätte man hier ein CRV von 1 zu 1. Und wenn wir dort eine Unterstützung finden, wo wir dann unseren Stopp hinsetzen könnten, dann könnte man diesen Trade quasi auch nutzen. Mit Option natürlich, dass er oben weitergeht. Weil, ne? Ja, das passt wunderbar. Ich glaube, da setze ich auch mal eben eine Pending Order hin. 70 Punkte, machen wir 100 Punkte in Berechnung. 20 € die ich riskiere, geteilt durch 100 Punkte. So, dann darf jeder Punkt quasi 0,2 Cent, 0,2, also 20 Cent kosten. Und da muss ich gucken, wie teuer oder welchen Preis hat denn ein Lot pro Pip, ist das allerdings jetzt hier. Und da ein Pip 10 Punkte sind, muss ich also das Ganze geteilt durch 10 rechnen, und das ist dann hier ein Minilot, nehme ich dann sofort immer. Das sind dann 0,73 Punkte, 0,73 €, weil ich ja hier dementsprechend auch mit Punkten rechne und nicht mit Lot. Ja, das muss ich mal eben schnell machen. Geteilt durch 0,73. Und dann habe ich hier das Volumen, was ich nutzen kann. Das sind 0,27 Lot. Und ich nehme gerne immer ein bisschen mehr Punkte als Stop, damit ich auch ganz sicher gehen kann, dass ich nicht mehr als 20 € nehme, weil ich habe ja hier auch noch ein paar Commissions, die ich mit einkalkulieren muss. Also hatten wir jetzt hier 0,27. 0,27. Dann möchte ich auch gleich mal eben zeigen, wie man eine Pending Order setzt. Das heißt, in dem Fall jetzt hier habe ich das oben eingestellt bei One-Click Trading. Ich gehe auf Trading, und da ich Buy möchte, habe ich hier eine Buy Stop Order, weil ich oberhalb des Kurses quasi einsteigen möchte. Deswegen eine Stop Order. Und da sind wir im Euro-US-Dollar. Da habe ich hier im Moment 0 Pips Spread, also gar keinen Spread. Das heißt, ich kann hier den ein bisschen drüber setzen. Ich mache das gerne so, dass ich 10 Punkte, sprich 1 Pip, drüber setze über den aktuellen Kurs, falls er mal so ein Fake Breakout macht, dass ich nicht sofort eingestoppt werde. Das ist dann dementsprechend das, was ich so einplane. Kann ich das Fenster erstmal schließen? Die Order ist dann drin. So, und jetzt muss ich gucken, wo setze ich meinen Stopp? Ich habe gesagt 70 Punkte. Und da gucke ich mal eben bei meiner Pending Order. Dann gehe ich hier auf runter. So, und jetzt habe ich hier, wo habe ich sie? Da ist sie. So, und jetzt sieht man hier links die Punkte. Minus 24. Zack, und dann kann ich bis 70 runtergehen. Und dann weiß ich ja genau, okay. Zack. Da ist dann mein Stopp. Ich kontrolliere das dann gerne nochmal eben. Und ich meine, man kann es hier hinterher noch anpassen. Das ist so mein Initialstopp, was ich dann riskieren möchte. 68, 79, 70, das passt. Und dann können wir jetzt dementsprechend mal warten. Ja, das sieht eben ganz gut aus. Hier haben wir zum Beispiel den Breakout, und das ist mit dem Pullback, was ich hier meine. Da hätte man da unten natürlich dementsprechend schön einsteigen können. Hier sieht man es nicht so ganz so deutlich, aber im 5-Minuten-Chart, da kann man sehr schön sehen, Ausbruch und Pullback bis zur Trendlinie. Ja, wir sehen es hier. Und da kommen auch Trader wieder rein. Weil ich jetzt hier kein gutes Einstiegssignal genommen habe, wollte ich dann auf Nummer sicher gehen und habe dann hier diese Trendfortsetzungsgeschichte genommen. Zieltarget immer von Widerstand zu Widerstand, von Unterstützung zu Unterstützung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich einen Swing Trade oder einen Positionstrade machen, aber in diesen Punkten muss man aufpassen. Und wenn ich das jetzt hier in einer größeren Charteinheit sehe, deswegen immer, wenn man einen Trade plant, die größere Charteinheit sehen, damit man auch weiß, wo man das Zieltarget setzt, vorher auch gar nicht in den Markt gehen. Ja, hier habe ich einen Widerstand, hier habe ich einen Widerstand. Ja, wir sind grundsätzlich hier im 30-Minuten-Chart, sind wir in einem Abwärtstrend, haben allerdings in einer kleineren Charteinheit, sprich im 5-Minuten-Chart, ganz klar eine
Korrektur nach oben, ja, in der wir uns befinden. Auch hier haben wir ein neues Hoch aufgebaut an der Trendlinie. Und hier die Trendlinie hält im Moment erstmal noch. Wir haben einen Bruch dieser Trendlinie. Und wenn er jetzt hier trendfortsetzend hochgeht, deswegen hier oben auch am besten platziert, da ist es ganz klar, da sind wir trendfortsetzend, dann kann es sein, oder ist das Zieltarget natürlich dann ganz klar hier oben. So, jetzt sind wir drin im Markt, wir setzen unseren Take Profit, zack, hier oben. Wir sehen auch hier, ja, jetzt lassen wir stehen, ihr seht also auch, dass die Idee gar nicht so schlecht war. Wenn so viel Momentum entsteht, dann könnt ihr und ihr Long seid dementsprechend in dieser Position wie jetzt, ich zum Beispiel, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Warten wir noch ein bisschen. Auch jetzt hier nicht ängstlich sein, den Stopp unten stehen lassen. Wir sind Trendfortsetzen. Was jetzt passiert, ist eine Korrektur. Die kann auch bis hierhin wieder stattfinden, kann auch bis zur Trendlinie nochmal stattfinden. Den Stopp lasse ich jetzt hier ganz klar stehen. Da ist der Widerstand dementsprechend ein bisschen tiefer, als ich eigentlich dachte. Aber wir haben ja noch... okay. Na gut, okay. Warten wir noch ein bisschen. Ein paar Pipetten noch. Aber ich denke, den Take Profit wird er auf jeden Fall noch greifen. Weil die Trendlinie ist noch ein bisschen höher. Und die haben wir genau passend eingeleitet. Obwohl ich sagen muss, wenn er die Trendlinie erreichen will, dann müsste er auch diesen Hochpunkt hier brechen. Aber wir lassen es jetzt immer. Sind zurzeit mit 40 Punkten im Profit. Und nach Markttechnik haben wir hier noch keine 1-2-3-Formation, sodass wir sagen können, hier können wir unseren Stock nachziehen. Klar, man kann jetzt auch sagen, für Breakout-Strategie, zack, wir sind oberhalb, setzen hier unseren Stock. Da wir jetzt aber trendfortsetzend sind, ist ganz klar für mich, dass ein Pullback nochmal kommt und deswegen warte ich da auch dementsprechend erstmal noch, weil wir haben die Trendlinie noch nicht erreicht. Wenn wir die erreicht hatten, so wie hier, dann würde ich nachziehen. Ja, das ist der Unterschied wieder. Hier haben wir sie erreicht, die Trendlinie, wir sehen den Spike und hier haben wir sie noch nicht erreicht. Also der hat noch Potenzial nach oben. Ja? Und deswegen schauen wir einfach mal. Ja, eine gute Zeit für mich mal was Gutes zu tun. So, da sind wir kurz vor dem Take Profit. Ja, der will dann, also die Widerstandszone scheint da doch echt markant zu sein. Gut, hätte ich natürlich jetzt einen Bulli am Band, würde ich das sehr schön erkennen können, warum der jetzt abprallt. Und da ich das jetzt aber ohne Indikatoren hier handhaben wollte. Ihr habt es gesehen, reine Preis-Action-Strategie. Reine Preis-Action-Strategie, ja. Also man muss nicht unbedingt alles voll haben mit Indikatoren. Wichtig ist nur, dass man weiß, wo sind die Trendlinien, wo sind die markanten Unterstützungen und Widerstandslinien. Der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, warum bist du jetzt hier nicht rausgegangen? Warum hast du jetzt deinen Stopp nicht nachgezogen? Warum, ne, so, das sind ja gerade, ich glaube, 1-2 Pips sind das. Jetzt könnte es natürlich sein, dass er wieder runtergeht. Und dann macht man natürlich, ist man in einer schlechteren Situation, ja, vielleicht sogar noch im Minus wieder rein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man von Anfang an eigentlich, wenn man seinen Take Profit gesetzt hat, und der ist gar nicht mal so schlecht gesetzt, der Take Profit, ja, an dieser Ziellinie, dass man da auch lernen soll, den Take Profit einzuhalten. Ja? Um wirklich sein Ziel von 1 zu 2 oder 1 zu 3 oder was man da gesetzt hat, wenn man einen guten Take Profit Target gefunden hat, wie hier zum Beispiel, der ist ja nicht so schlecht, der hat ja noch Potenzial nach oben, bis zur Trendlinie, dann sollte man ihn auch stehen lassen. Ja? Und das Ganze einfach den Markt dann auch entscheiden lassen. Weil wenn man jetzt anfängt, hier ängstlich zu werden und sagt, okay, auch wenn es nur ein Pip ist, ja, man kann dann natürlich sagen, okay, wenn es eine gewisse Phase ist, wir haben ja gerade den Ausbruch, ich weiß, dass jetzt hier noch ein Pullback entsteht, deswegen weiß ich ja genau, okay, brauche ich den Stopp noch nicht nachziehen, dann werde ich zu früh ausgestoppt und dann geht der Kurs nochmal hoch. Ja. Ansonsten, wenn er jetzt schon 200 oder 100 oder 150 Pips oder Punkte halt im Profit wäre, dann wäre das eine andere Kiste, ja, wenn wir jetzt schon eine 1-2-3-Formation hätten.
Ja, dann hätte ich meinen Stopp auch dementsprechend schon nachziehen können. Und so ist es halt so, wenn man es nicht trainiert, dann wird man immer so ängstlich sein und deswegen einfach stehen lassen. Wenn es nicht passiert, das kann auch mal sein, dass er kurz vorm Take Profit ist und dann geht der Kurs runter, dann ist es einfach so. Ja? Aber Fakt ist einfach, wenn man es dem Markt entscheiden lässt, ist man halt immer besser dran. 15 Minuten, 3 Minuten hat die Kerze noch. Die müssen wir dann noch abwarten. In der Zeit mache ich mal einen kurzen Aufnahmestopp. Ich glaube, 1-Minuten-Charttechnisch, dass da im Moment erstmal nichts passiert. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe euch mal wieder mitzugenommen. Er hat diese 1, 2, 3 Formation oder diesen Widerstand jetzt hier gebrochen und scheint wohl hier nochmal das Hoch anzutesten. Jetzt würde ich allerdings Folgendes machen. Wenn wir dann jetzt hier eine Art Doppeltop haben, dann ziehe ich meinen Stopp ganz klar, um jetzt die Gewinne abzusichern. Jetzt macht es auch Sinn, weil wir jetzt hier eine Korrektur haben, hier drunter, und habe zumindest hier die Möglichkeit, den Trade, wenn das nicht funktioniert, dementsprechend nicht mehr im Verlust laufen zu lassen. Wir haben jetzt hier eine Korrektur und hier eine Art Doppeltop. Und da bin ich immer vorsichtig. Wenn hier ein Doppeltop entsteht, dann ist das meistens eine Trendumkehr, ein Umkehrsignal. Wenn er hier runter geht, dann haben wir nämlich eine 1, 2, 3 Formation. Klar, kann dann eine Korrektur kommen bis hierhin, dann versuche ich hier unten nochmal neu einzusteigen. Ja, aber so wie es jetzt hier vorhin war, dementsprechend machte das keinen Sinn, den Stopp jetzt hier nachzuziehen. Jetzt hier dementsprechend schon. Wir lassen trotzdem jetzt den Trade laufen, bis er im Take Profit kommt oder hier ausgestoppt wird. Und da ist er auch schon. So, ja, was haben wir verdient? Was haben wir gemacht? 10 Euro haben wir gemacht mit 0,27 Lot. Und Verlust haben wir vorher gemacht 2 Euro und mit einem Trade haben wir alles an Verlust wieder rausgeholt und von diesen beiden Trades und dann dementsprechend noch im Profit. Ja, das war ein kleines Update-Video in Form von technischer Analyse mit einem kleinen Live-Trade.